Vor 3 Jahren ist Fabienne Kropf Miss Bern geworden und tut seither regelmässig modeln. Und sie hat einen berühmten Freund, den Schweizer Töffstar Tom Lüthi. Wir wollten wissen, wer das denn genau ist, wo Tom Lüthi den Kopf verdreht hat, und haben sie an ein Fotoshooting begleitet. Fabienne Kropf noch ganz ungeschminkt. Das soll sich aber bald ändern, denn für ein Fotoshooting wird die ehemalige Miss Bern gestylt. Für die 22-Jährige ist Modeln aber nur ein Nebenjob zum Kommunikationsstudium. Es ist sicher einer der besten Studentenjobs, den man haben kann. Aber ich setze jetzt nicht einfach alles auf Karten modeln. Wenn ein cooler Job kommt, umso besser. Aber ich weiss auch, wo ich Ende Monat muss können zahlen. Für Freund Tom Lüthi bleibt daher neben Modeln und Studieren nur wenig Zeit. Aber wenn sie sich mal treffen, weiß Fabienne genau, was Tom an ihr hat. Für ihn ist sehr wichtig, dass wenn er so viel unterwegs ist, dass er auch mal nach Hause kommen kann oder neu mal hergehen ins Ausland mit mir, wo eben nicht alles um einen Job geht, wo er sich erholen kann. Und er, klar, vielleicht wenn er 2 Wochen fort ist, ist er froh, wenn der Kühlschrank voll ist, wenn er heimkommt. Aber sonst sind wir schon, habe ich mein Leben und er hat sein Leben und zwischen ihnen haben wir einander. Während dem Shooting zeigt sich, dass Fabienne einiges mehr zu bieten hat als nur einen vollen Kühlschrank. Wie weit würdest du gehen in einem Fotoshooting? Wenn ich mal erotische Bilder mache, dann mache ich es für mich. Ja. Aber im Moment habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis danach. Ich finde Bilder schön mit den Kleidern. Oder für Tom. Ja, das ist ja für mich. Die neuesten Bilder lassen sich jedenfalls sehen. Auch wenn sie noch ein bisschen nachbearbeitet werden müssen. Fabienne weiß, dass ihr Körper nicht makellos ist, aber das stört sie keineswegs. Freitag haben sie Frisuren gemacht. Dann ist der Friseur gekommen und gesagt, du, das ist genau das Model, das wir die Haare nicht eng hängen dürfen. Es sieht so wüst aus mit ihren Ohren. Ich sagte, hey, hallo, das sind meine Ohren. Bleibt zu hoffen, dass Fabienne Kropf auch in Zukunft weiterhin so natürlich bleibt.